Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück auf meinem schaurig schönen Kanal. Und wir schauen uns heute das aktuelle Cover von Tommy J an. Ghost Riders in the Sky, featuring The Family and Henrik. Das Original ist von Hot Beef Injection. ja, ich bin mal sehr gespannt. Ist ein Halloween-Upload und nun, das kann nur gut werden. Falls ihr euch wundert, warum ich so scheiße aussehe, ist es Halloween-Woche. So. Oh, den Song kenne ich, glaube ich. Kommt mir sehr bekannt vor. Sehr cooles Video. Schöne Effekte. Und ist das hier wirklich seine Familie dabei oder weiß das jemand? Jeha, ja, geiler Song bis jetzt, geiles Cover. Tommy liefert hier wie immer super ab. Und yeah, nice. Written by Stan Jones im 1948. Ja, original performed by Stan Jones. Und ja, stark, ne? Stark bisher. Das Banjo haben wir jetzt schon eine Weile nicht gesehen, ne? Schön, dass es auch mal wieder zum Einsatz kommt. Da hinten steht auch ein Gremlin. Sieht man den? Ich hoffe.
Who you gonna call? Ghostbusters! Oh oh. Hat er eigentlich schon ein Ghostbusters-Cover gemacht? Oder war das vielleicht schon eine Anspielung, das Ende jetzt auf vielleicht den nächsten Song? Oder den nächsten Halloween-Song? Wer weiß. So, wen haben wir denn hier? Ghosts and Spooky People. Kim, Henrik, Maria, Christine, Matthias, Tilia, Zoe und Mandy. Schön. Alle dabei gewesen. Fein. Ja, wie gesagt, ein tolles Cover. Tolles Video. Von allen Beteiligten ein super Job. Und mir sehr richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, was er als nächstes hochladen wird. Sehen wir uns natürlich dann auch wieder an. Aber erst nächste Woche. So, jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.